Hi, wir sind die Wildbärte und herzlich willkommen zu diesem neuen Outdoor-Abenteuer. Wir sind hier unterwegs im Pfälzerwald und machen einen Overnighter. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dabei. Wir haben hier einen schönen Platz zum Lagern gefunden, an dem wir hoffentlich auch nicht gestört werden. Los geht's mit dem Aufbau. Ja, wie ihr gesehen habt oder sehen könnt, der Aufbau ist fertig. Jetzt müssen wir gleich losgehen, Holz sammeln, uns krummeln die Mägen. Wir müssen noch was im Bauch bekommen, aber dafür müssen wir erstmal den Hobo anheizen. Ja, so, wir haben gegessen, der Bauch ist voll, jetzt kommt die Entspannungsphase, das Camp ist aufgebaut, alles ist erledigt und ja, jetzt machen wir noch ein paar schöne Shots für euch und dann lassen wir den Abend ausklingen. Wir haben uns jetzt hingelegt, haben noch ein bisschen gequatscht, bis die Sonne untergegangen ist. Und ja, Sascha liegt in seiner Hängematte, ich habe mir wieder einen Tarp gespannt. Und hoffen, dass wir eine ruhige Nacht haben. Falls was passieren sollte, melden wir uns natürlich. Ansonsten bis morgen früh. Gute Nacht.
reden, ging die Sonne richtig schön auf. Sascha schläft noch und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen den Wald beobachten, wie er gerade wach wird. Wenn die Vögel langsam wieder anfangen zu zwitschern, hier und da raschelt es schon mal. Und ja, die Sonne dann langsam aufgeht. Ja, wie ihr gestern schon gesehen habt, wir haben hier so eine richtig schöne Stelle für unser kleines Hobofeuer gefunden. Da kocht jetzt gerade auch unser Kaffee drin für den Morgen und ja, wir erzählen euch gleich nochmal, wie unsere Nacht war. Damit auch guten Morgen von mir. Die Nacht. Kommen wir mal zur Nacht. Wir haben richtig gut geschlafen, glaube ich, ja. Mhm. Es gab keine Beschwerden. Wir waren hier ganz in Ruhe, es waren keine verrückten Geräusche zu hören. Wir sind auch relativ früh wach geworden, muss ich sagen. Letztes Mal haben wir deutlich länger geschlafen, aber ja, wir sind auch relativ zeitig ins Bett. Das stimmt, ja. Um 9 wird es schon dunkel mittlerweile. Ja, man muss sich da noch so ein bisschen dran gewöhnen, an diese Umstellung des Tageslichts. Man wird tatsächlich mit Einkehren der Dunkelheit schon müde. Ja. Und das ist vielleicht nicht ganz so vorteilhaft, wenn es dann irgendwann mal um 5 dunkel wird. So weit sind wir zum Glück noch nicht, aber ja. Ja, zu meiner Nacht, ich habe so gut geschlafen wie noch nie tatsächlich. Wir sind um 9 ungefähr, sind wir ins Bett, also um 10 habe ich geschlafen. Bin heute Nacht kurz aufgewacht für eine halbe Stunde und dann durchgeschlafen bis um 7, also richtig gut, richtig lang geschlafen. Nach wie vor die Tarpkonstruktion als Hängematte perfekt für mich, also ich finde es super. Und ja, gerade eben kam noch eine E-Mail von YouTube. Wir haben die 500 Abonnenten geknackt. Wir haben ja schon das Dankeschön-Video gemacht. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wenn nicht, verlinken wir es nochmal hier oben. Ja, tolles Gefühl, so viele Leute dabei zu haben, die hier diese Sachen gucken, was wir hier veranstalten. Ja, danke nochmal dafür. Ja, wir trinken jetzt noch unseren Kaffee leer, räumen noch unser restliches Zeugs weg und dann machen wir uns schon wieder auf dem Rückweg. Ja, das Feuer ist aus, wir haben unseren Kaffee genossen. Wir haben das Camp abgebaut, alles natürlich so hinterlassen, wie es vorher war. Sieht man nicht, dass wir hier irgendwo waren und genächtigt haben. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao. Ciao. Wir sind die Wildbärte und heute gibt es wieder einen Overnighter. Ach nee. Wir sind hier im Pfälzerwald. Wir sind hier im schönen Pfälzerwald. Und dann laufen wir einfach in zwei Richtungen weg. Was? Los geht's mit dem Aufbau. Ich wollte dir hinterherlaufen. Da 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 da! Ja, wie ihr gesehen habt oder sehen könnt, juckt mir die Nase. Trinken gemütlich leer, dann geht's ans Einpacken. Geht's.